Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dass man nicht nur in der Schule lernen kann, das wissen wir in Bingen schon lange. Wir haben zum Beispiel das grüne Klassezimmer, wir haben das Museum am Strom, wir haben die Bücherei hoch 3, wo alles Angebote machen, wo man sich weiterbilden kann und sich informieren kann und wo man auch wirklich Neues erfahren kann. Und jetzt lade ich Sie ein, und zwar habe ich direkt hier das am Rhein Position bezogen und das heißt auch Wissenschaft auf dem Wasser. Denn es werden zwei große, ganz besondere Schiffe mit unterschiedlichen Konzepten hier Station machen. Und da lade ich Sie jetzt schon ein, auch hier das Angebot wahrzunehmen. Einmal wird kommen die MS Experimenta. Die ist nicht nur zum ersten Mal hier, die war schon ein paar Mal da. Und das ist eine schwimmende Wissenschaft mit rund 20 Mitmachaktionen, spannenden Filmen, in der Kuppel Workshops zum Thema zu experimentieren und zur Abwechslung. Und das ist sicherlich interessant für Schülerinnen und Schüler aus den Schulen, auch für Familien mit Kindern und natürlich jeden, der sich interessiert hier, Wasser und genauso, was da abgeht. Dieses Schiff wird hier anlegen am Kulturufer, wo ich jetzt stehe, vom Freitag, den 9. Juni bis zum 13. Juni. Aber das ist nicht allein, dass das Schiff hier anlegt, sondern wir haben ein weiteres Schiff noch hier im Angebot. Und zwar ist das der alte Baran, der wird auch hierher kommen. Das ist ein Schiff als Medien- und Forschungsschiff von der Deutschen Meeresstiftung. Und hier geht es darum, die Stiftung sitzt auf nachhaltige Entwicklung und Schutz unserer Meere. Dieses Schiff ist hat ein Forschungslabor, eine umgebaute Yacht, ist das so dargestellt, mit modernstem Equipment. Mittlerweile 30 Jahre und Hunderte von Forschungsprojekten betreut und mit Radio- und Fernsehstationen an Bord ausgestattet. Und die bezieht hier jetzt, die versucht auch zum Beispiel, wenn sie hier steht, eine Brücke zu schlagen zwischen Forschung, Gesellschaft, Medien, Politik und Wirtschaft. Also eine aktuelle Rheinexpedition ist das Schiff unterwegs von Straßburg bis nach Hamburg. Hier wird das Yachtschiff am 14. Juni, also am Mittwoch, 14. Juni, Station machen. Und da darf ich Sie einladen, nutzen Sie das Angebot, nutzen Sie auch das Angebot des Kulturufers, machen Sie einfach mal eine Zeit, wo Sie sich hiermit beschäftigen können. Es lohnt sich, ich glaube, es ist Interessantes dabei. Nehmen Sie Ihre Kinder mit, nehmen Sie Ihre Familie mit und schauen Sie einfach mit dem Thema Menschen auf der Qualität unserer Flussgewässer. In diesem Sinne lade ich Sie wirklich herzlich ein, nutzen Sie das Angebot mit den beiden Schiffen und bleiben Sie gesund, Ihr, euer Oberbürgermeister Thomas Faeser.